Und wie einige von Ihnen auch mitbekommen haben, ist das mein Herzensanliegen geworden, über die gesundheitlichen Konsequenzen der Klimakrise aufzuklären und zu schauen, was können wir machen und könnten wir es gesünder haben auf diesem Planeten und auch mehr Spaß haben dabei. Und die Antwort ist jetzt schon, ja, kleiner Spoiler. Dieses Buch ist eine Art Reisebericht und los ging es mit einer Begegnung. Mit einer Begegnung mit einer sehr charismatischen Frau, die mein Leben verändert hat. Schauen Sie mal da oben hin. Wer weiß, wer das ist? Eine Idee? Jane Goodall, genau richtig. Jane ist eine ehemalige Schimpansenforscherin. Mit 26 Jahren ging sie unbegleitet in den Urwald und wurde danach wahrscheinlich eine der wichtigsten Umweltaktivistinnen der Welt. Und ich hatte das große Glück, sie einmal zu treffen. Und weil das so ein bedeutsamer Moment war, möchte ich Ihnen das gerne vorlesen. Wie affig sind Menschen? Das klingt vielleicht pathetisch, aber selten habe ich eine so charismatische und gleichzeitig bescheidene Frau getroffen wie Jane Goodall. Mit 26 wurde sie für ihren kühnen Plan, Schimpansen in freier Wildbahn aus der Nähe zu erleben, weltberühmt und gleichzeitig angefeindet. Mit inzwischen über 85 Jahren ist sie immer noch unermüdlich unterwegs in ihrer Herzensangelegenheit, das Überleben von Menschen und Tieren zu sichern. Seit vielen Jahren schon hatte ich den Wunsch, Jane live zu erleben. Und dann ergab sich ziemlich spontan die Gelegenheit während eines kurzen Aufenthalts in Deutschland. Mit klopfendem Herzen wartete ich in der Hotellobby. Und dann stand sie plötzlich vor mir. Eine zarte, mädchenhafte Frau, die mit ihrer Stimme kämpfte. Ich bot ihr Lutschpastillen an. Sie lachte und sagte, oh nein, ich mache das wie die Opernsänger. Ich habe ein Geheimmittel. Wissen Sie, was das ist? Whisky. Falls ich mal meine Stimme zu verlieren drohe, habe ich immer eine kleine Flasche dabei. Apfelsaft steht drauf, hat aber genau die Farbe, es ist Whisky. Um ehrlich zu sein, ein winziger Schluck hilft am besten. Da trifft man sein Idol und sie bricht das Eis mit hochprozentigem und Humor. Jane sprach leise, konzentriert und in ihrem weisen, warmen Blick lag auch eine gewisse Melancholie. Wir führten ein Gespräch, das mein Verständnis für die Verbindung von Erde, Tieren und Menschen grundsätzlich verändern sollte. Jane hatte über all die Jahre die Sprache der Affen gelernt und führte mir ein paar eindrückliche Rufe vor. Aus der zierlichen Dame kamen markerschütternde Laute, die ich ihr nie zugetraut hätte. Sie klärte mich auf, dass dies die Schreie eines dominanten Männchens seien. Aber das hatte ich schon gespürt, auch ohne Erklärung. Dann zeigte sie mir, wie Aggressionen im Tierreich auch wieder gemindert werden durch Demutsgesten und Körperkontakt. Und jetzt durfte ich dann auch mal das dominante Männchen sein und sie nach ihren Regieanweisungen begrüßen. Ich fragte sie, ob die Welt besser dran sei, wenn sie nur von Frauen regiert würde. Sie schmunzelte. Ich liebe eine Geschichte aus Afrika. Der Stamm ist wie ein Adler. Die Männer sind der eine Flügel und die Frauen der andere. Wenn das nicht ausbalanciert ist, kann der Adler auch nicht fliegen. Wenn wir so schlau sind, uns durch Sprache, Verstand und das Zubereiten warmer Mahlzeiten vom Tierreich abzuheben, warum nutzen wir dann unsere Fähigkeiten häufiger zum Beherrschen und Zerstören, als um Bindungen aufzubauen? Mitten im Gespräch drehte sie dann die Rollen um und stellte mir eine Frage. Sie schaute mich länger und sehr, sehr direkt an und sagte, wie kann es sein, dass die intellektuellste Kreatur, die jemals auf diesen Planeten gewandelt ist, dabei ist, ihr eigenes Zuhause zu zerstören? Ich musste dreimal schlucken bei dieser großen und zentralen Frage und ich wusste keine gute Antwort. Und dieses Buch und mein Leben seit diesen 3 Jahren ist der Versuch, eine Antwort zu finden. Es ist ein Reisebericht, um die schlauesten Antworten zu finden, denn die gibt es durchaus. Aber diese Frage ist für mich wirklich die Kernfrage im 21. Jahrhundert. Wenn wir so schlau sind, wie wir immer behaupten, warum zerstören wir unser eigenes Zuhause? Und ich kann die auch noch ein bisschen direkter fassen. Und das ist der Text ein paar Seiten weiter. Der heißt: Wer kackt regelmäßig in sein eigenes Wohnzimmer? Hand hoch. Komisch, seit ich mit dem Mensch-Erde-Buch unterwegs bin, hat sich noch nie einer gemeldet. Kackt hier keiner regelmäßig in sein eigenes Wohnzimmer? Nee? Betonung auf regelmäßig, nicht aus Versehen oder aus einem Affekt heraus oder einem akuten gastrointestinalen Infekt heraus, das gibt's schon mal. Aber mit Vorsatz macht das keiner. Und die spannende Frage ist doch,
warum tun wir das nicht? Wir wüssten, wie es geht, wir könnten uns sogar leisten. Wir tun es nicht, weil uns unser Wohnzimmer heilig ist. Nach dem Motto, my home is my castle, wollen wir diesen geschlossenen Raum nur für uns sauber halten. Da soll alles schön und gemütlich sein, da dulden wir keinen Scheiß, nicht den von uns und erst recht nicht den von anderen. Living Room heißt Wohnzimmer auf Englisch. Die ganze Erde ist unser Wohnzimmer. Sie ist der einzige Ort im ganzen bekannten Universum mit Lebensraum. Nur hier gibt es Wasser zum Trinken, Luft zum Atmen und bislang für Säugetiere wie uns erträgliche Temperaturen. Und wem das jetzt zu esoterisch wird, die Erde ist der einzige Ort mit Kaffee, Sex und Schokolade. Besser wird es nirgendwo anders im Planetensystem. Ich hatte mal die Freude, Alexander Gerst zu treffen für Frag doch mal die Maus. Und er erzählte begeistert, wie er als junger Mann natürlich dachte, wenn man einmal in den Weltraum fliegt, da wird man tolle Sachen entdecken. Und er sagte ganz ehrlich, das Tollste, was man im Weltraum entdecken kann, ist unsere Erde. Und dann hat er diese bewegende Ansprache an die Enkel dort auch verfasst. In meiner Schulzeit hieß es immer, die chinesische Mauer sei das einzige menschliche Werk, das man vom Mond aus sehen könne, was noch nie gestimmt hat. Richtig dagegen ist, dass der menschengemachte Klimawandel vom All aus deutlich zu erkennen ist. Gerst twitterte im Hitzesommer 2018 aus seiner Raumkapsel Fotos von ausgetrockneten Landstrichen mitten in Europa. Unsere menschlichen Sinne sind evolutionär für die Dinge um uns herum optimiert. Tasten, riechen, schmecken. Aber um globale Zusammenhänge verstehen zu können, brauchen wir eine andere Perspektive. Und auf diesem Bild sieht man eigentlich sehr gut, dass die Atmosphäre, der Saum um unsere Erde, hauchdünn ist und nicht unendlich. Die Atmosphäre, die den riesen Unterschied macht, ob wir leben oder sterben, ist, wenn man es genau will, so dünn wie die Haut von einem Apfel und genauso verletzlich. Wenn wir von globalen Entwicklungen sprechen, meinen wir immer irgendwo anders. Hauptsache nicht hier. Es ist ein großer Sprung für uns aus unserem Wohnzimmer, aus unserer Höhle, über unseren Stamm, unsere Hut, unser Fädel, unseren Kiez hinauszudenken. Aber genau das ist notwendig, wenn wir die Not wenden wollen. Global ist nicht irgendwo, sondern überall und damit eben auch hier. Globale Gesundheit ist ansteckend, sie ist übertragbar. Wir hatten gerade Corona und immer noch sind wir nicht raus aus der Pandemie. Das war der Moment, wo wir Globalität neu begreifen konnten. Viren brauchen kein Visum, um Grenzen zwischen Arten, Ländern und Kontinenten zu überwinden. Viren sind Vielflieger, genau wie das CO2. Einem CO2-Molekül in der Atmosphäre ist es völlig egal, aus welchem Land es ausgestoßen wurde, ob es schon vor 100 Jahren aus einem englischen Stahlfabrikschlot geflogen kam oder ob es gestern erst aus einer chinesischen Plastikproduktion losgeschickt wurde, die knallgelbe Sandschaufeln produziert für den Export nach Deutschland. Wenn sich Kinder am Strand um genau solche Sandschaufeln streiten, dann lachen wir darüber und wir nennen das albern. Aus dem Weltall lacht man über uns, wie kleinlich wir meinen, die Welt unterteilen zu können, in drinnen und draußen, in oben und unten, in meins und deins, in richtig oder falsch. Global ist hier. Deine Gesundheit ist meine Gesundheit und deine Krankheit, dein Leiden, dein Hunger auch. Wenn wir mitfühlen können als Menschen mit dem Nächsten, gelingt uns das auch mit dem Übernächsten? Wir haben einen Himmel und eine Erde. Wir können es uns hier zur Hölle machen, im Himmel und auf Erden. Wir können weiter ungehemmt in unser aller Wohnzimmer kacken oder wir können anfangen, es uns schön zu machen, weil uns noch etwas heilig ist und heil bleiben soll. Herzlichen Dank.